Eine neue Runde VfL-Spieltagsanalyse mit Patrick Osterhage. Patti, schön, dass du da bist. Wir wollen auf das Union-Berlin-Spiel schauen. Ich glaube, hätte man uns das vorher gesagt, ein Punkt, den wir da aus Berlin mitbringen, da hätte wahrscheinlich jeder VfLer unterschrieben. So nach dem Spiel war das ein bisschen gemischt, der eine so, der andere so. Wie war es bei dir? Ja, ich denke, wie du es angesprochen hast, den Punkt können wir schon mitnehmen. Natürlich hatten wir Chancen, um das Spiel zu gewinnen, die allerdings auch. Deswegen glaube ich schon, dass man ja, am Ende zufrieden sein kann, auch wenn man gerne natürlich das Spiel gewonnen hätte. Chancen auf beiden Seiten. Und man hat eigentlich auch schon von Beginn an irgendwie gesehen, das ist schon ein ausgeglichenes Spiel. Man hat jetzt gar nicht erkennen können, wer spielt hier um die Europaplätze, wer um den Klassenerhalt. Lass uns mal reinschauen. Ja. Es war, wie gesagt, lange ausgeglichen. Es ist dann doch noch ein Tor gefallen in der ersten Halbzeit und zwar ja, quasi mit dem Abpfiff in der Nachspielzeit schon. Das ist ein Freistoß von Juranovic, Winterneuzugang bei Union. Und ich glaube, als Nicht-Profi, den wollte er wahrscheinlich genau dahin haben, oder? Ja, ich gehe davon aus. Ja, der Zeitpunkt ist natürlich denkbar unglücklich, direkt vor der Halbzeit so ein Tor zu bekommen. Ich glaube, vorher hatten sie nicht viele Chancen, bis gar keine. Ja, und dann trifft er ihn perfekt und ich glaube, er ist nicht wirklich haltbar. Trifft er auch nicht jedes Mal so, deswegen ist es schon unglücklich gewesen vor der Halbzeit. Ja, aber ich glaube, hat uns dann auch irgendwie in der Halbzeit nochmal vielleicht ja, Zusatzmotivation gegeben und so sind wir dann auch, glaube ich, in der zweiten Halbzeit aufgetreten. Das ist eine interessante Sache. Wie sieht dann so eine Kabinenansprache aus oder so ein Gespräch bei euch, wenn man wirklich so mit der letzten Aktion quasi das Tor kassiert? Das ist uns zum Beispiel auch in München mal passiert. Was macht das mental mit einem? Ja, ich glaube, positiv ist es erstmal nicht, aber natürlich versucht man das irgendwie trotzdem ins Positive umzumünzen. Wir wollten in der Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit dann offensiver spielen auf jeden Fall, mutiger nach vorne spielen, mit mehr Männern das letzte Drittel auch besetzen. Ja, und dann haben wir auch mehr Ballbesitz gehabt, zweite Halbzeit und sie auch ein bisschen mehr unter Druck gesetzt und ja, das war so der Plan in der Halbzeit. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Das hat man eigentlich von der ersten Sekunde in Durchgang 2 gemerkt. Ihr seid richtig gut rausgekommen. Mhm. Wir haben auch den nächsten 10-Block, da bist du beteiligt. Das war so ja, die erste Chance eigentlich nach dem Seitenwechsel. Mhm. Schuss von dir. Und wir sehen gleich, dass der ziemlich knapp am Kasten vorbeirauscht. Ne? Ja, Jordi geht erstmal ins Dribbling. Das macht er natürlich sehr gut. Und dann kommt der Ball ein bisschen, glaube ich, ungeplant zu mir. Und ich schließe ab. Ja, war natürlich knapp. Ärgerlich, aber ja, haben uns schon mal angenähert zumindest und dann ja, fällt ja auch dann irgendwann später das 1-1, aber ja, das war so vielleicht der Beginn so ein bisschen unserer Offensivaktion auch und deswegen war es ganz gut so in die zweite Halbzeit zu starten. Tor hast du angesprochen, kommen wir gleich natürlich auch noch drauf zu sprechen, aber erstmal noch zu dir. Ich glaube, es sind ganz gute Wochen, die hinter dir liegen. Ne? Du bist jetzt seit ja, eigentlich März in der Startelf, die letzten 6 Spiele immer von Beginn an. Fühlt sich, glaube ich, ganz gut im Moment, oder? Ja, ich fühle mich gut. Ich will der Mannschaft natürlich helfen, auch über meine Leistungen und auch über das Teamgefüge an sich, dass wir einfach unsere Punkte holen, die wir am Ende dann brauchen. Ja, und über Spiele bekommt man natürlich auch Selbstvertrauen und kommt immer mehr in den Rhythmus und das tut mir natürlich auch gut an. Hat dich ja auch wieder zur U21-Nationalmannschaft gebracht. Da steht ja im Sommer auch noch eine große Aufgabe an. Mhm. Denkt man da schon über nach, dabei sein oder ist das jetzt erstmal komplett ausgeblendet? Nee, ich denke, jetzt ist es komplett ausgeblendet. Wenn ich mich hier auf meine Aufgaben beim VfL voll konzentriere und hier meine Leistung bringe, ja, dann ist nicht klar, dass ich im Sommer dabei bin, aber dann erhöhe ich die Chancen zumindest dabei zu sein und deswegen darauf konzentriere ich mich. Und was dann im Sommer passiert, das werde ich dann sehen nach der Saison. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt aber schauen wir erstmal noch auf das Spiel. Ja. Und da haben wir die beiden Foulspiele von Kollege Jeckel drin. Das war der Platzverweis, eine ja auch mitentscheidende Szene für den Spielverlauf. Du bist ja bei der zweiten gelben Karte, die dann ja zu Gelb-Rot geführt hat, beteiligt. Und ich glaube, eine klare Sache. Ja, oder? Die erste holt ja Jimmy stark raus. Wenn er in die Tiefe geht, ist er schwer zu halten. Da holt er die erste raus und die zweite ist auch im Konter entstanden, wo er mich dann foult. Ich glaube, ja, so eine rote Karte für einen Gegner ist immer positiv für einen, weil man dann ein Mann mehr ist, ist ja klar. Das hat uns vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, ein bisschen mehr
konnten wir noch ein bisschen mutiger spielen und war fürs Spiel dann ganz gut für uns, ja. Dass so eine Überzahl aber nicht unbedingt zum Erfolg führen muss, das hat zum Beispiel der BVB an diesem Spieltag auch gezeigt. Ja. Was macht das mit einer Mannschaft? Stellt man sich da irgendwie dann um, wenn man weiß, okay, jetzt sind wir irgendwie einer mehr? Verändert man was an seinem Spiel, auch vielleicht im Kopf, irgendwas anders in den nächsten Minuten? Ja, im besten Fall nicht. Also ich glaube schon, du hast den BVB angesprochen, wenn da im Kopf dann irgendwie jeder denkt, der macht mal einen Schritt weniger, weil wir sind eh einer mehr, dann klappt es natürlich nicht. Deswegen trotzdem weiter aggressiv weiterspielen. Ja, ich denke, das haben wir gemacht, auch wenn die vielleicht noch ein, zwei Konterchancen hatten, wo sie auch Qualität haben, mit Geraldo Becker zum Beispiel. Aber ich glaube trotzdem, dass man konzentriert vor allem weiterspielen muss und sich auch nicht von dem Überzahlspieler, den man dann hat, in die Irre leiten lassen sollte. Patti, eine Szene, die wollen wir nicht vergessen, das ist nämlich der Ausgleich. Mhm. Der fiel ja schon vor dem Platzverweis für Union. Kevin Stöger, der trifft vom Punkt eigentlich immer. Eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze, ne? Ja, ich denke, Stögi ist, hat so viel Qualität, dass er die auch meistens gut wegmacht, auch den Torwart meist ausguckt. Deswegen bin ich da meist relativ entspannt, wenn er am Punkt steht. Aber auch super in der Entstehung von Asano außen durchgesetzt. Und dann ist, glaube ich, für den Gegner schwer, der den Ball klären will und sieht Ivan nicht. Und deswegen klarer Elfmeter für uns und ein wichtiges 1-1. Ganz genau, 1-1 dann. Und es gab in der Folge Chancen auf beiden Seiten. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir haben exemplarisch mal die von Philipp Hofmann rausgekramt. Lass uns auch da drauf schauen, nach einem Standard. Und ja, Kopfball, dass der Mann das kann, das wissen wir. Genau, ja, Standards muss man immer konzentriert ausspielen. Und da haben wir mit ihm natürlich auch eine Waffe vorne drin. Ich glaube, es ist ein bisschen Pech dabei, wenn er vielleicht ein bisschen anders trifft, geht er rein, aber so geht er halt nicht rein. Deswegen, ist ein bisschen Pech dabei, aber wie schon angesprochen auch am Anfang, ich glaube, das Unentschieden geht aufgrund der Chancen auf beiden Seiten dann in Ordnung. Genau, wir wollen natürlich auch nicht diese Chance von Kevin Behrens da kurz vor Schluss vergessen, den kann man auch mal machen, deshalb 1-1 nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Ja, Saisonendspurt und man sieht so im Keller punkten alle. Wie scharf muss man da Spieltag für Spieltag sein? Ja, sehr scharf. Immer 100% dabei sein als Team. Vor allem, weil das ist auch eine große Stärke von uns, wenn wir als Team auftreten, vor allem hier mit den Fans im Rücken, die einen nochmal zusätzlich pushen. Wie angesprochen, die anderen punkten auch. Deswegen müssen wir auch punkten. Wir haben es in der eigenen Hand. Und wenn wir punkten, können die anderen auch gerne so viel punkten, wie sie wollen. Dann sind wir vor ihnen. Deswegen glaube ich schon, dass wir eine gute Ausgangssituation haben, aber immer weiter konzentriert spielen müssen und alles reinwerfen müssen, was wir haben. Wie präsent ist das so bei euch, was die Konkurrenz macht? Ihr wart ja am Samstag im Zug, als ja einige Konkurrenten gespielt haben. Jetzt zum Beispiel hat auch Hertha den Trainer gewechselt. Ist das irgendwie ein Thema bei euch oder blendet man das dann auch aus? Ja, man kriegt das natürlich mit. Aber ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns auf uns konzentrieren, weil was die anderen machen, können wir am Ende eh nicht beeinflussen. Deswegen gucken wir in der Trainingswoche auf uns und dann auch am Spieltag auf uns. Aber natürlich kriegt man mit, wie die anderen spielen und das kann man sich dann auch angucken. Aber wie gesagt, am Ende müssen wir auf uns gucken. Nächstes Spiel von uns ist am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Da hatten wir im Hinspiel nicht wirklich viel zu holen. Was muss diesmal besser laufen? Was erwartest du für einen Gegner am Samstag hier an der Kastropper? Ich denke, dass sie eine gut besetzte Mannschaft sind, individuell. Trotz alledem sind wir auch, wenn man die letzten Spiele sich anguckt, gegen solche Mannschaften auch immer gut gewesen und vor allem heim auch immer gut gewesen. Und deswegen wird es, denke ich, ein ganz anderes Spiel als in Wolfsburg. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch punkten werden. Wunderbar, Patti, dann wünschen wir dafür ganz viel Erfolg. Danke. Besten auch. Dank für deinen Besuch. Danke. Danke.